Hi, mein Name ist Jonathan Horn. Ich bin Karate-Weltmeister, aktueller Bundestrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft und Mitglied des Team Aktiv. Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Es ist ganz einfach. Ich versuche sie so schnell wie möglich abzuhaken, zu akzeptieren und vor allen Dingen zu erkennen, woran hat es jetzt gelegen. War ich vielleicht schuld? War ein bisschen Unglück, dass die Kampfrichter oder wie auch immer etwas mir nicht gegeben haben? Letzten Endes ist es für mich nur wichtig, kann ich daran arbeiten, um es zu verändern für die Zukunft. Für mich war das immer so, ich galt immer als der beste Karateka meiner Gewichtsklasse, habe zig Europameisterschaften gewonnen, nur bei der Weltmeisterschaft wollte nie der Titel wirklich hin oder her. Und das war für mich immer so ein Rückschlag. Du gehst als amtierender Europameister zur Weltmeisterschaft und verlierst dann in den ersten 2, 3 Runden. Und da musste ich mir eingestehen, dass das natürlich viel mit meiner Einstellung zu tun hatte. Ich bin schon viel zu selbstsicher, viel zu selbstbewusst dahin und habe mir da selbst im Weg gestanden, dass ich meine Kraft nicht wirklich entfalten konnte. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe. Habe viel mit Mentaltrainer gearbeitet, mit Sportpsychologen gearbeitet, viel an mir selbst, mit meiner inneren Ruhe. Und dann hat es letzten Endes auch geklappt und auch immer weiter geklappt. Und ja, mit Rückschlägen musst du dir letzten Endes wirklich bewusst sein, wo kommen sie her und was kann ich dagegen tun.